Assalamu alaikum. Herzlichen Dank, dass du wieder so hierher gekommen bist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße euch ganz sehr herzlich. Und wir beschäftigen uns nochmal mit der wunderschönen Geschichte der Schöpfung, also Schöpfungsgeschichte. Wir haben letztes Mal auch die siebte Sura Al-A'raf, die Anhöhen, gelesen. Wir haben da diesbezüglich also einiges erörtert. Und es ging ja dabei vor allem darum zu begreifen, dass was Koran über die Schöpfungsgeschichte redet, ist einerseits die Erkenntnisgeschichte. Es geht um Wesen der Erkenntnis an sich und dass wir mit jenen Momenten in der Geschichte der Schöpfung, und das ist die Geschichte der Menschheit. Die Geschichte der Menschheit, Menschen, des Menschen, ist die Geschichte der Schöpfung an sich. Und zwar seit Himmel und Erde geschaffen worden sind. Und wir haben also gesehen und klar gemacht, dass Gott also die Welt also in eine Art und Weise geschaffen hat, dass also immer also von niedrigeren Stufen des Seins, also nämlich die Materie, ja, die Reise also anfängt und ständig also hochkommt. Also Materie ist die niedrigste Stufe des Seins, dann kommen die Pflanzen hervor, dann kommen die Tiere hervor und die Tiere entwickeln sich ja wunderbar. Eine davon besonders also interessant und das wird also sogenannte in moderner Zeit Homo sapiens, Neandertaler, vorher Homo sapiens, Homo erectus und bla bla. Und das nennt also Koran erst einmal Mensch. Und ich meine auch, der Mensch bis dahin ist auch wirklich also sozusagen auch die schon von Aufbau seines Gehirns her ist also Krone der Schöpfung schon allein deswegen. Aber als dieser Mensch dann ja also von Materie ist hinaufgestiegen bis zum Menschen, ja, Materie, die nach dem Urknall entstanden ist, bis zum Menschen. Und dann dieser Mensch, ja, hat großer Gott also seinem Geist also in den Menschen also eingehaucht. Dieser Mensch wird erst dann Adam. Ja? Dieser Adam hat dann sehr, sehr hohe Qualitäten. Nämlich, er hat Kenntnisse irgendwie über die Schöpfung, über die ganze Schöpfungsgeschichte. Er hat Erkenntnisse von erster Hand. Warum? Gott lehrt ihm die Namen der Dinge. Namen der Dinge, alle Urbegriffe. Ja, diese Urbegriffe, Name der Dinge heißt hier nichts anderes, außer das, was als Wahrheit hinter jedem Ding steht. Ja? Und Name der Dinge wollen wir also heute aus unserem neuen philosophischen Perspektive, also das ist nichts anderes, außer Dinge an sich.
Linie an sich. Dass also der Immanuel Kant, also da, danach suchte und versuchte also Dinge herauszufinden, die eine systematische Aufbau der Philosophie ermöglichte, a priori. Ja? Solche Dinge suchte er. Und ja, das Problem ist, dass diese Dinge kommen nicht also aus solche extrem begrenzte Bewusstseinsmöglichkeiten eines Herrn Kants, selbstverschuldete Zurückbleiben seines Bewusstseins und dann auch also im ganzen Geschehen des Abendlandes leider. Davon muss man erst einmal in diesen Zustand kommen. Das heißt, man muss ja, in jener Position kommen, in der auch also wirklich Adam war. Dass man muss also diese Gottesgeist, ja, sozusagen eine Verbindung mit diesem Gottesgeist, die also irgendwie potenziell in alle von uns existiert, erst einmal. Deshalb sind wir auch Kinder Adams. In uns alle existiert das. Aber das muss irgendwie wieder reanimiert werden, absichtlich, und zwar in dieser Welt am besten. In der nächsten Welt wird das sowieso. Ja? Die Erfahrungen sind sehr, sehr heftig nach dieser Welt. In dieser Welt müssen wir das machen. Und das erreichen erst einmal nur die Propheten und dann ihre höchste, beste Schülerinnen und Schüler. Ja? Aus der Reihe der sogenannten Mystiker, die wir nennen. Und die auch noch, also so nur teilweise. Das Problem mit Kant war, dass er genau diese Teil wegradiert hat, was er, weil die Kirche Unheil angestiftet hatte, Christentum also Unheil angestiftet hatte im Laufe der Geschichte. Das ist nichts anderes außer die Offenbarungen. Ja? Und dann versucht er einfach, diesen Namen der Dinge herauszufinden. Erst einmal entwurzeln, ja, diese Aspekte der Schöpfungsgeschichte nicht sehen, selbst schuld natürlich, also die konnten auch Koran übersetzen. Warum muss also sechs, erste Übersetzung des Korans, pamphletische Übersetzungen des Korans. Sie haben also Koran erst einmal übersetzt vor 500, 600 Jahren, ja, um zu sagen, wie blöd die Muslime sind, die sind Barbaren, die sind so weiter und so fort. Ne, ne. Erste Koran übersetzt voller Schimpfwörter. Ja, ja, man konnte, warum musste es also 600, 700 Jahre dauern, bis die ersten Koranübersetzungen entstanden? Und sogar diese Koran, die ich also hier habe, das ist ja Koran von Max Henning, ja, also eine überarbeitete Koranversion von Herrn Hoffmann. Dieser Max Henning, er hat sein Buch also 1895 ungefähr eigentlich veröffentlicht. Und zwar anonym. Er hatte Angst. Eine gute Koranübersetzung, das ist eine der wirklich guten Koranübersetzungen ins Deutsch. Und er musste befürchten, um seinen Job befürchten, um seine Karriere befürchten, um sein Leben befürchten. Ja, dass wenn also diese Koran so auf den Markt kommt, dann wird die Kirche auf ihm losgehen, werden die Leute auf ihm losgehen und vor allem auch die säkularen Leute. Im 19. Jahrhundert war definitiv ein Jahrhundert des Atheismus, in denen die Atheisten also machen und schalten konnten, wie sie wollten. Und ich wundere mich wirklich, also wie Christentum noch es geschaffen hat, diese Zeit zu überleben. Das ist schon also eine ungeheuerliche Sache. Also manchmal also erstaune ich mich also an die Quelle dieser Glauben, dass Menschen hier sind auch also ja nicht so ganz mitgenommen worden. Also man kann auch nicht. Also das haben wir auch in der Sowjetunion gesehen. Mit was für einer brachialer Gewalt hat die Sowjetunion versucht, einmal Glaube an Gott, Glaube an sich zu vernichten. Und die haben es nicht geschafft. Also so
tief verankert ist natürlich also Glaube an Gott, weil ohne Glaube an Gott kommt der Mensch also bewusst oder unbewusst mit sich selbst nicht im Klaren. Ja? Und ja, der Kult hat diese Teile einfach weggelassen, Offenbarungen weg, Bibel, Koran, Tora, alles weg, wir haben keinerlei Bedürfnis also danach, habe Mut deines eigenen Verstandes zu bedienen, aber ein Verstand, der also von seiner Quelle eigentlich getrennt worden ist. Derjenige, der die Namen der Dinge, den Menschen, den Adam belehrt hat, gelehrt hat, war Gott selbst. Ich habe ihm gelehrt, Namen der Dinge, und dann als Zeuge habe ich auch die Engel also heraus hergeholt. Ja, antwortet mir die Fragen, die ich also gestellt habe. Ja, und die konnten es nicht. Die sagten also, oh Gott, du hast, wir wissen ja nur so viel, wie du uns also gelehrt hast. Ja, und dann holt er Adam. Adam erzähle ihnen. Adam prächtig konnte also alle Fragen beantworten und sagte, na, habe ich euch nicht gesagt, was ich weiß und ihr nicht weiß. Okay, dann jetzt, also muss ich also vor Adam beugen. Vor Adam sollt ihr knien, vor Adam sollt ihr also euch niederwerfen. Ja? Weil dieser Adam jetzt ist nicht mehr, das ist genau mein Kalif. Der ist mein Kalif. Zig Milliarden Jahre nach unserem Massen, also hat es gedauert, also bis Adam als Mensch ist einmal präsentiert war, und dann aus diesem Mensch ist er Adam geworden. Und dieser Adam hat ja solche hohe Qualitäten. Was sind die, diese Qualitäten? Das sind die Erkenntnis. Erkenntnis ist Schatz des Himmels und Erde, ist nichts anderes als Erkenntnis. Ja? Und Name der Dinge, das weiß der Adam. Und diese Erbschaft, diese Erkenntnis, das konnte man auch als Erkenntnis, als absolutes Wissen nennen, was also später auch Hegel danach suchte, in seinem Phänomenologie des Geistes, also letzten Kapitel, also widmet sich also um die absolute Erkenntnis, kommt aber in Widersprüche, weil das eigentlich nicht mit denen, das, wodurch Christentum also sich identifiziert hat, zu vereinbaren ist. Ja, er konnte also, seine Phänomenologie ist im Großen und Ganzen als eine gescheiterte Phänomenologie ja, des Geistes. Und ja, die Herrschaften haben einfach zu dieser Geschichte keinen Zugang gehabt, und mit den Widersprüchen der Kirche und Christen konnten sich auch nicht also zufrieden geben. Und sie hatten keine andere Wahl gehabt, außer sagen, nee, das reicht uns, also lassen wir einmal die Kirche beiseite im Dorf, ja, machen wir also einfach eine Erkenntnistheorie ohne Offenbarungen. Ja? Und sie haben gar nicht, sie sind blind gewesen, die Aufklärung ist vollkommen blind gewesen. Diese Aufklärung hat zumindest, ja, zum Beweis der Blindheit der Aufklärung reicht nur das, dass diese Aufklärung Prozess der Kolonialterrorismus, Kolonialfaschismus gar nichts voraussehen könnte, vorausahnen konnte. Nicht nur das, sondern auch in vielen Stellen, ja, das ist doch also ganz gut. Wir bringen ja Glück zu anderen Menschen, Völker, die barbarisch da sind. Ja, die sind ja Barbaren, die wissen ja nicht, und wir haben auch ein Wissen, ja, der Galilei kommt ja von uns, ne? Leibniz haben wir auch, Newton ist auch also irgendwo hier im Norden, ja, im Insel zwar, aber ist ja auch Europa, Abendland, christlich, ne? Und so hat der Mensch hier tatsächlich begriffen, dass er also sehr viel weiß, dass er sozusagen absolutes Wissen in der Hand hat. Bis heute. Heute geht man in die dämlichen Universitäten und Wissenschaftszentren dieses Abendlandes, also da trifft man arrogante und egoistische Menschen, die alle sich Aufklärer betrachten, aufgeklärte Menschen betrachten, und die sind diejenigen, die genauso Verbrechen begangen haben wie ihre Eltern zu Ersten und Zweiten Weltkrieg.
nach dem Zweiten Weltkrieg haben, das ist diese Generation der 68er, die Kriminelle wie Saddam Hussein unter Schuss haben. Bin Ali, Mubarak und so weiter sind alle Bastarde dieser Menschen. Punkt aus Feierabend. Also Aufklärung ist eine blinde Aufklärung gewesen. Warum ist blind geworden? Aus diesem Grund ist blind geworden. Warum? Weil Offenbarungen beiseite geschafft worden sind. Deshalb ist dieser Mensch, dieser sogenannte aufgeklärte Mensch, ist zu allem Unsinn fähig. Man kann gar nicht auf seinem Wort rechnen, auf seinem Wort vertrauen, man kann gar nicht mit ihnen also geschäftliche Verbindungen haben. Mit Lug und Trug machen sie also Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Politik, Literatur und so weiter und so fort. Sie behaupten, dass sie auch also die absolute Erkenntnis also, erreicht haben. Und das ist ja das Unglückliche in unserer Zeit, also das ist das Tragische. Aber kommen wir also zu unserem Punkt also zurück. Es geht ja um Schöpfungsgeschichte. Ja, dass die Lehren, die wir also aus dieser Schöpfungsgeschichte lernen, ist, dass Gott seine Geschöpfe vollkommene Freiheit gestattet. Und wir sehen, dass die Engel können also Fragen stellen, Gott, lobpreisen wir dich nicht genug, dass du also ein Kalif auf der Erde haben möchtest. Ja, das ist ja der Kalif jetzt. Kalif ist derjenige, ja, der über die Namen der Dinge Bescheid weiß, Dinge an sich kennt. Ja, Wissen hat über Raum und Zeit. Und das nennt man auch Schatz der Propheten. Schatz der Propheten ist diese Erkenntnis. Und diese Erkenntnis wird weitergeleitet an ihren bestimmten Nachfahren. Ja? Wo also zum Beispiel, also Abraham Salamullah alayhi hatte keine Kinder. Betet also, großer Gott, Gott, ich will ja Kinder. Ich muss also meinen Schatz, also wem soll ich denn geben? Diese, ja? Also hilf mir. Und dann Gott gibt also den ersten Kind, also Ismail. Ja, von seinem Magde, ja, das Hausmädchen, heiratet mit Erlaubnis natürlich ihrer Frau Sarah, heiratet den Magde. Ja, von ihr bekommt also er das erste Kind, Ismail. Ja. Und später Gott gibt auch dann Sarah, die also ihre erste Frau, die kein Kind bekam, von ihr bekommt dann später, also zuerst Ismail und dann später bekommt also auch Sarah ein Kind, heißt Isaac. So schreibt man, ne? Ungefähr. Also mit CK oder K. Nein, auf Deutsch. Ja, ne? Okay, Isaac. Und beide sind großartige Propheten. Aus der Reihe von Ismail kommen die Mohammed, kommt also Familie Imran. Ich weiß es nicht. Jetzt wird das für mich spekulativ. Ich weiß es nicht, aber wir wissen also, dass die islamische Überlieferungen beziehen, also Muhammad sallallahu alaihi mit einem Saad, also geht zum Ismail zurück und kommt also zum Abraham. Ja, Abraham. Ja, zum Abraham. Und das sind die Araber. Ja, Araber. Hauptsächlich also vom Propheten Muhammad, also meistens arabisch, ich nehme ihn, die gehen also zum Ismail zurück. Und die Hebräer, ja, so schreibt man, ne? Hebräisch, ja.
Ha, he. Ach nee, also das gibt's auch nicht. Heb, re, er. Ja? Und die gehen also über Isaac wieder zum Mohammed. Das heißt, ob Jesus Christus also von dieser Reihe kommt, also von dieser Reihe, oder also eine gemischte Familie, könnte auch also in der Geschichte also immer wieder also passiert sein. Ali Imran, aus Familie Imran, kommt Prophet Jesus, also seine Mutter Maria und auch also Zacharia oder Zacharia, ja, Betreuer von Maria. Er hatte auch also kein Kind, ja. Und er war also sozusagen, Marias Tante war Frau von Zacharia. Ja? Also er bekam auch kein Kind. Bis also eines Tages herausfand, dass er Gott wirklich ernsthaft also darum bemühen muss, beten muss. Und dann bekam er auch also ein Kind, der hieß dann Johannes. Johannes ist Cousin von Jesus Christus, also Salomos, Gott sei mit ihm. Ne? Und ja, das, also Hebräer und Araber sind zwei Stämme der semitischen Rasse, der Kinder des Sam, Sam, also Sohn von Noah. Ja, das sind zwei Stämme. Einmal diese Hebräer, ja, die gehen also über David, Solomon, Moses, bis zum Isaac, zum Abraham. Und dann die nächste semitische Rasse ist also Araber. Ja, die gehen auch also. Zwei von etwa 19, 20 semitischen Rassen. Also Rasse gibt es. Ja? Was nicht sein darf und geben darf, ist Rassismus. Rassismus ist, kommt ja von Teufel, von Satan. Ja? Rasse kommt aber von Gott. So hat das Gott also geschaffen, die Menschen. Unterschiedliche, damit sie sich gegenseitig kennenlernen. Ja, das, was Gott also schwer bestraft, ist Rassismus. Leider Gottes, aus Grund, dass die Propheten, die Heiligen Gottes, ich weiß nicht, leider, Alhamdulillah, Gott sei Dank, also meistens sind also halt in dieser, im Nahen Osten, wo die Hebräer und Araber zu Hause sind, sind ja geboren worden und sie haben dort also gewirkt, ja, von Abraham, Noah, Jesus, Prophet Muhammad, alle diese alttestamentarischen Propheten sind meistens also im Nahen Osten gewesen. Deshalb einerseits die Araber, die Hebräer und andererseits auch die Araber sind etwas Besonderes. Sie denken, dass sie etwas Besonderes sind. Sobald der Mensch in dieser Falle fällt, ja, dann kommt Rassismus ganz stark also im Vordergrund. Ja? Deshalb sehen wir rassistische Tendenzen in diesen zwei Gemeinschaften besonders stark. Ja? Und genau das ist auch also das, wo Gott also die Menschen schwer also im Korn nimmt, also, weil nach Gott also nur diejenigen Menschen sind nahe zu Gott, besser, diejenigen Menschen sind besser, auserwählter, besser und nahe zu Gott, die gottesfürchtiger sind. Gottesfurcht ist Maßstab der nahe sein mit Gott, also nicht das Körperliche, das Materielle. Ja, rassische und so, das sind die Dinge, nicht die Kriterien der nahe zu sein, also zum Quelle der Schöpfung. Also das ist halt die Geschichte der Schöpfung.
Also es geht, wie gesagt, um Erkenntnis an sich, um Erkenntnis über die Dinge an sich. Ja? So, was passiert dann also nach dieser Ereignis, dass sie aus dem Paradies also rausgeschmissen werden? Zunächst einmal, wir blicken also hier, ich lese das einfach mal fort. Als der Iblis sich nicht wie der Wolf niederwarf, und sie warfen sich nieder, außer Iblis, er war nicht bei denen, die sich niederwarfen. Er sprach, was hinderte dich niederzuwerfen, als ich es dir befahl? Er sagte, ich bin besser als er. Besser als er. Was heißt besser? Das heißt, aus dem, was er geschaffen worden ist, fand er besser als den Adam. Ja? Und wir haben auch also darüber hingedeutet, dass es eigentlich auch der Fall ist. Das heißt, vom Schöpfungsgeschichte her, Feuer steht über die Materie. Ja, das Wesen des Feuers ist wesentlich intensiver als das Sein des Feuers ist intensiver als das Sein der Materie. Und aus diesem Grunde erfand sich auch also besonderes Besser. Ja? Und ja, bis zu dem Punkt, dass Gott also von seinem Geist also im Menschen also einhauchte. Dieser Prozess, beziehungsweise das Wissenschaft der Propheten, davon hat der Typ also keine Ahnung. Ja, weil er kann nicht also begreifen, weswegen also diese Erkenntnis der Dinge an sich, ja, Erkenntnis der Dinge an sich, er hat keine Ahnung. Ja, das ist ein Problem. Ja, er konnte einfach nicht sehen, wie die andere Engel. Engel konnten das sehen. Ja, und sie konnten daran die Richtigkeit der Dinge an sich begreifen. Die Antworten auf die Antworten von Adam. Ja, Vertrauen. Aber Satan, er war ja noch nicht Satan, er war ja Iblis. Iblis konnte aber noch nicht. Ja, das war ja seine Blindheit. Seine Blindheit ist also was, also die Erbschaft der Propheten, nämlich also ihr Kenntnis betrifft. Also Kenntnis der Propheten ist Schatz, das eigentliche Schatz der Propheten. Deshalb machen sie sich also ständig auch, sie beten also, dass er also auch ihnen einen guten Nachfahren gibt. Zum Beispiel also Jakob, Salamullah alayhi, große Gott sei mit ihm, Israel. Ja, Israel oder Jakob. Er hatte auch, also er hatte viele Söhne. Ja? Aber er merkte, dass diese Söhne sind nicht jene Söhne, die ihm also diese Erbschaft beerben dürfen. Ja? Bis also der liebe Gott zu der Frau ihm leitete, von der vor ihrem Rücken er diese Kinder bekam. Ja? Das ist die Rahel. Sie ist also gesegnete Mutter von wunderschön, Josef. Josef da. Ah, Mensch, das sieht man. Ich werde gar nicht, Josef. Ah? Jakob. Also
Es heißt Salamullah Aleih, das heißt Gottes, Gruße Gott sei mit ihm. Ja? Es steht ja normalerweise, oder wenn man sowas sieht, oder sowas also auf Arabisch sieht, es, ja, es steht für Salamullah Aleih. Das heißt Gruße Gott. Sei mit ihm. Ja, derjenige bei ihm. Also bei einem Propheten muss man also immer auch Gruße Gott sei mit ihm also erwähnen. Propheten, auch ihre Namen sind, also, dass sich auf diese Geschichte erinnern, sind auch also Heilige. Das heißt, diejenigen, die an dieser Geschichte, es sind auch viele Verbrecher, die Josef heißen, aber. Ne? Also Josef, und seine Geschichte, das ist also eine andere Geschichte, eine wunderschöne Geschichte, aber lassen wir das. Also Jakob bekam auch also diese Söhne, obwohl er zuvor 10 weitere Söhne hatte. Er hatte 10 Söhne gehabt. Ja? 10 Söhne. Aber er wusste, diese verrückten Söhne, die sind alle irgendwie äußerst neidisch zueinander. Gewalttätig, lügnerisch und aus diesen Menschen wird also niemals als Lügner also irgendeine kommen, die also diese Erbschaft, ja, diese Erkenntnis über die Namen der Dinge also Bescheid wissen kann, Bescheid kriegen kann. Deshalb erwartet er, dass er Gott immer so auch gnädig also ist und bis also über Rachel, ja, also Josef. Und später auch Benjamin. Benjamin schenkte Josef und Benjamin. Ja, und dann passierte also eine Geschichte, dass die Söhne also total eifersüchtig waren auf Josef, weil also Josef besonders also geliebt war von dem Papa. Er liebte ja alle Söhne, aber die besondere, aus welchem Grund? Aus diesem Grund. Ja? Aber diese Söhne konnten einfach diese Gründe nicht sehen. Die sind absolut blind gewesen zu dieser Zeit. Und die haben also ein Mordkomplott also gemacht, um Josef also zu vernichten. Trotzdem hat Gott also Josef also gerettet und beschützt. Und sogar, die haben den Josef also in einem eine Zisterne also verschwinden lassen, sie wollte also umbringen, also eine von diesen Brüdern sagte, nein, lassen wir das dabei, wir werfen einfach ihm, entweder er spielt also, oder also nimmt irgendeinem Karawan, die also vorbeifährt von dieser Zisterne, um also Wasser zu holen, vielleicht nehmen sie also ihn mit und schleppen ihn einfach nach Ägypten und dann haben wir also unsere Ruhe. Dann wird also unser Papa uns also besonderes lieben, ja, und ja, Bescheuertheit, ne, das ist, das ist also der Quelle gewesen, dass Josef dann kommt also in Ägypten und dort passiert also in Dinge, Gott kommt also im Gefängnis Gott belehrt ihn und bringt ihm also das Kenntnis der Traumdeutung bei. Josef kann wunderbar Träume deuten. Josef ist ein Traumdeuter. Ja? Warum? Weil er über Kenntnis der Dinge Bescheid weiß, diese Erkenntnis der Dinge, ja, von dem nicht einmal konnte die gesamte Philosophen des Abendlandes nicht einmal einen Hauch einer Ahnung haben können. Ja. Und das ist ja diese Wissenschaft, das ist ja der eigentliche Schatz, ja, Traumdeutung. Ja, von dem das, was der Mensch also im Traum sieht. Und ihn auch also eigentlich viel stärker wahrnimmt als das der sogenannte reellen Welt. Ja? In einem Traum, wenn man so einen Traum sieht, dann so läuft man ja hin und her, so einen Tag über. Was war dieser Traum? Hunderte, tausende Dinge passieren also von Tag bis nach, also vor unseren Augen. Keiner interessiert uns Besonderes. Aber wenn ein Traum passiert, aber ein richtiges Traum, ne? Also ein richtiges, und er konnte diese richtigen Träume deuten. Ja, Träume sind also, dass sie kein Traum sind. Ja, Hirngespinste ganz einfach. Da muss man so unterscheiden. Aber seine
Spezialität war, dass er also Träume deuten konnte. Gott hat diese Menschen also auch zum Herrschaft des, also Sachwalter des Pharaos gemacht. Ja? Sachwalter, er wurde also Königsvize. Und auf diesem Wege, später hat auch Gott also sie zum Josef wiedergeleitet, auch diese Söhne, die haben also ihn wieder also erkannt, sie haben sich also sich nach Ach und Krach endlich also ihm also anerkannt, seine Güte, seine Große, und wurden dann also 12 auf diese 12 Stämme Israel. Ja, diese 12 Stämme Israel. Ja? Aber leider Gottes, was man also vor allem also heutzutage auch sieht, dass diese Kultur, Gedankengut, dieser rassistische Gedankengut, das Oberflächliche, ja, überdauert Jahrtausende, diese Lehre. Und das ist der Grund, warum also die Israelis ja so bessere Menschen darstellen. Wir sind ja Besonderes. Ja? Das sind ja unsere Nobelpreisträger. Wir haben Nobelpreisträger. Und das geht auch in dem Gehirn von Menschen. Ja, und dann verursacht, dass sie also hinkommen, also Menschen, also Gesellschaften unterdrücken, die ganze Geschichte also in Dreck ziehen. Und vor letztes Jahr haben sie also einen iranischen Physiker, also Ali Mohammadi, also ermordet, und dann also auch einen Shahriari, und die Welt weiß, schaut auch einfach mal auch hin zu dieser Barbarei. Hm? Das ist ja diese Niederschlag, das ist ja dieses Elend, die auch also entstanden ist, alles wegen dieser Oberflächismus, also hier aufgetaucht ist und ruiniert die ganze Geschichte. Also, ja, die Traumdeutung ist, war also Spezialität von Josef und nicht Spezialität von einem Typen wie Freud. Ja, obwohl er auch also Traumdeutung hat. Wo ist denn sein Buch? Das ist das hier. Ja? Freud, Traumdeutung, naja, die sind kluge Leute, aber leider Gottes also auf dem falschen Weg zeigen sie ihre Klugheit. Sie konnten also viel mehr vor sich, vor Glaube an sich leisten, aber die wollen halt nicht. Das ist das Problem. So, das ist... die Geschichte der Schöpfung, und also hier sieht man das und dann ja, ich bin besser als ihm, also diese Bessere, das Bessere zu sein, ne? Und dann bekam er also eine, er sagte, ich bin besser als er, also Teufel, Satan, noch nicht Satan, also Iblis, sagte, ich bin besser als ihn. Er sprach, weg und hinab mit dir, es ziemt dir nicht, hier hochmütig zu sein. Darum hinaus mit dir, siehe, du bist einer der Gedemütigten. Er sagte, gib mir eine Frist bis zum Tag der Auferstehung. Er sprach, fürwahr, die Frist ist dir gewährt. Also zeigt also Barmherzigkeit Gottes auch gegenüber den Iblis. Ja? Iblis ist ein Geschöpf. Iblis ist ja nicht also ein Gegenspieler Gottes, was im Christentum also betrachtet wird, in fälschlicher, oberflächlicher Weise. Und er ist ja auch nicht also ein Feind Gottes, ja, er ist ein Geschöpf Gottes, also Iblis ist ein Geschöpf Gottes, und er ist ein Feind des Menschen. Und Satan wird
nachdem, dass er also die ersten Erfolge also weiß und verursacht, dass also Adam und Eva vom Paradies also rausgeworfen werden müssen, ja, wenn er diese Geschichte also verursacht, erst ab dieser Zeit wird er dann Satan genannt. Satan ist ja nichts anderes als Feind des Menschen. Ja? Begriff Satan ist Feind des Menschen. Ja? So wird also der Satan, also der, wird also der Satan eigentlich dann klar gemacht. Und ständig wird also auch von dem Koran so weiß, also pass mal auf, du Mensch, ja, der ist ja dein Feind. Ja, und er kommt also von überall zu dir. Ja, er ist nämlich aus denjenigen Stoffen gebaut, dass wir auch also dir zur Verfügung gestellt haben. Er ist aus dem Stoff Nafs. Nafs, ja, das Bewusstsein. Auch das Bewusstsein ist also in vielen verschiedenen Level also zu sehen. Ja, also Bewusstsein. Und am besten also das Ich. Ich. Das Ich wird also Nafs genannt. Auf Arabisch, Persisch, also Nafs. Dieser Nafs wird also dreiteilig gemacht. Ja? Insgesamt hat also drei, also ein Spektrum. Ja? Nafs. Nafs Ammare nennt man das. Ammara. Nafs Ammara, das ist also jene Nafs, einfach reine Gelüste. Tu das, was es dir gefällt. Ich mache, was ich will. Was ich, und das, was ich will, heißt das, was die Instinkte haben wollen. Also Instinkt, das konnte ich also sagen, Instinkt, ich, ja, ich, Instinkt, ich, sozusagen, instinktive ich, das, was also andere Tiere haben. Also wenn also ein Esel also plötzlich also Interesse daran hat, also die Eselin also zu glücklich zu machen, dann greift er so, guckt einfach nicht, ob die anderen Menschen ihm gucken oder die anderen Tiere, zack, ist dann eine Sache. Ja? Also sowas wollen auch einige. Die FKK zielt also dagegen. Also nach den Stränden, die gesamte Völker der Erde muss also FKK werden. Oder schon also in Schwimmbädern sieht man also die ne, bei unter der Dusche, also das und sogar also in Berlin ist also ein neuerlich also eine Initiative vorgekommen, die Kinder vom Kindesalter gegen vom Kindesalter in Bezug auf Sexualität sozusagen aufzuklären. Was ist denn die Aufklärung? Das Kind muss ja die Sexualität gegenüber total ausgeschaltet werden. Sexualität, das ist dieses enorm wichtige, bewusstseinssensitiveste Merkmal des Menschen, muss einfach egalisiert werden. Ja? Damit man also die ganze Perversionen der Porno und die Pädophilie und alle diese Dinge also normalisieren kann. Darum zielen eigentlich. Nach dieser instinktiven Ich kommt also ein anderes Ich, dann, das nennt man also Nafs al-Lawwama. Ja, Lawwama. Diese Nafs al-Lawwama ist also ein fragender Ich. Wenn ein Mensch also eine Sünde zum Beispiel begeht, ja, dann diese Nafs al-Lawwama macht ihn darüber aufmerksam, dass er Sünde begangen, dass er Fehler hier begangen, er soll sich korrigieren. Ja? Er soll sich korrigieren.
Ja? Also das würde ich sagen, fragende ich. Ja, fragende. Fragende, suchende. Ich. Ja, fragende, suchende, denkende ich. Noch denkt. Hm? Das ist also diese Lafse Lavama. Wenn er seine Sünde begeht, merkt, dass er einen Fehler gemacht, Unrecht getan hat. Beim Unrecht also sich entschuldigt, kommt und wieder, möchte also das, den Unrecht also beheben. Ja? So ein Mensch ist also erst einmal höher als die Tiere. Ja? Höher als die Tiere. Er ist also unterwegs, also in der Richtung, was aufmerksam zu werden. Gewissermaßen, soweit er es kann, über nahe zu kommen zu den Punkten, in denen Name der Dinge ihm also zumindest also vom darüber schon mal bewusst wird, dass es sowas gibt in dieser Welt. Ja? Ja? Das ist Nafs Lawama. Dass er also kein Unrecht begehen darf. Man soll da ein bisschen barmherzig sein. Einfach hier, wenn also jemand also unter Stress steht, unter Druck steht, finanziell, geistig und so weiter, einfach unter die Arme zu greifen. Ja? Das ist in dieser Phase geschieht das. Und dann kommt also Nafs Mutma'inna. Mutma'inna. Nafs Mutma'inna, der ist also sicher. Ja? Das ist also ein Nafs, der sicher ist. Der weiß, das ist jener Nafs, ja, der diesen Bereich vollkommen erreicht hat. Entweder er weiß, ja, er weiß und er verfügt über das Wissenschaft und Erkenntnis der Propheten, ja, oder ist sehr nahe dazu. Und sehr eng, ja, ist schon verwoben sozusagen mit diesem, und das sind die Propheten, erst einmal. Propheten, und die haben, entweder die haben oder die großen Heiligen. Bei den Imamen, schiitischen Imamen zum Beispiel, nennt man das, findet man so, ne? Oder im Koran steht das, ja, ayatuhal nafsul mutma'inna. Ja, die kommen also alles auch im Koran vor. Ammara, nafsul ammara. Die kommen also im Koran vor. Ne? Lawama und dann mutma'inna. Ja, ayatuhal nafsul mutma'inna. Arji'i ila rabbik raziyatan marziyya. Du sicheres Nafs, ja, der, du sichere Nafs, ich, ja, komm jetzt zum Gott, er ist von dir zufrieden und du bist von ihm zufrieden. Ja? Komm zurück. Also die schiitischen Überlieferungen weisen vor allem diese Ayatah Nafs al-Mutma'inna auf dritte Imam, Imam Hussein vor allem. Ja? Ja, und vielen anderen interessanten Dinge, aber das ist also das hin. Das heißt, Wissenschaftler, Propheten, Wissenschaftler, Erkenntnis der Dinge an sich ist der eigentliche Schatz der Himmel und Erde, vor dem also die Engel sich niederwerfen sollten und nicht Gold und Diamanten dieser Erde. Nicht Königtum und Reichtum dieser Erde. Ja? Die Engel, sie beugen nicht also vor solche schwachsinnigen Dinge, vor denen wir uns also beugen. Oh, Bill Gates, 35 Milliarden, der Chef von Apple, Jobs also, hat so viele Milliarden geschafft. Der Typ also, ist ja vom Krebs also gezeichnet, lässt es immer noch nicht also los. Ne? Ja? Um die Dinge der Welt, ja, die, und schau mal die ganze Kriege in Nahen Osten. Man konnte diese verfluchte Gaddafi aus anderer Seite zum Raison bringen.
nicht ihm also dazu führen, dass er seine Finger im Blut seines Volkes schmutzig macht und dann man Grundlage hat, um also richtig darauf zu hauen vor seine Dummheiten. Natürlich eine von seinen Dummheiten war Abschuss des Flugzeuges, also und am schlimmsten eigentlich, dass er also in einer Perversion, also dass den Vereinten Nationen zerrissen hatte und rausgeworfen. Das ist Arroganz. Das ist Arroganz. Das kommt, wo kommt das? Schau mal, das Abendland durch Kolonialismus eine Menge Schuld auf sich genommen hat. Das ist kein Zweifel. Aber dass man diese als eine ständige Keule macht, ständig zu schlagen und ohne dabei auch auf die Lösungen zu denken, auch auf die Lösungen zu zeigen, das ist dann verbrecherisch. Also wenn dieser Typ also auch wirklich die Macht bekommen, die Möglichkeit bekommen, jeder dieser Diktatoren kann also genauso sein wie sämtliche Kolonialterroristen der Geschichte, diejenigen, die Raubtierkapitalismus seit 200-300 Jahren also praktizieren. Das heißt, Nafs, ich, ist auch also in drei Schichten also zu sehen. Also das ist in Verbindung damit, mit dem Namen der Dinge an sich in Verbindung. Und von diesem Bereich haben Typen wie Kant und Hegel, Fichte und so weiter bis zu den Typen wie, wie heißt der, der im ZDF, also besonders also mit einem Safranski und der philosophiert angeblich. Ne, die haben keine Ahnung. Die wissen auch nicht, also, worum es lang geht. Kein Wunder, dass die auch also Beschützer und Unterstützer der Verbrecher wie Saddam Hussein sind und zumindest gegenüber das Verbrechen dieser Verbrecher also sich geschwiegen haben und die haben keinerlei... So, ich glaube, ich habe zu viel geredet, meine sehr verehrte Damen und Herren. Ich danke für Ihr Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, dass es Ihnen also genutzt hat. Offensichtlich, meine Dame hier hat sie ja genutzt. Naja, ich danke Ihnen, dir auch. Bis dann. Tschüss. Es wurde mir gerade, Entschuldigung, sorry, es wurde gerade gefragt, also, oder gesagt, dass sie dachte, dass Nafs, also beziehungsweise etwas immer Böses ist, Nafs ist immer böse Dinge und sah auch also als Beispiel für das innere Schweinehund. Also innere Schweinehund wird ja Nafs genannt. Das ist richtig, aber das ist dieser Teil. Nafs Amara, ja, das instinktive Ich, Instinkt-Ich, ist innere Schweinehund. Was heißt innere Schweinehund? Das heißt, der Mensch tut ja genau am besten, also so weit wie möglich, also genauso wie die anderen Tiere. Im Level von Materie, Pflanzen, Tiere in dem Bereich. Ja? Noch nicht einmal Mensch, geschweige dann also Adam-Zustand. Also, ne? Okay. Nochmal, also es wurde Frage gestellt in Bezug auf Israel Salamullah Ali oder Jakob, Prophet Jakob Salamullah Ali und diese 12 Stämme Israel. Also die Geschichte muss man also von im Sure, 12. Sure des Korans, Sure Yusuf also, oder Josef also verfolgen am besten. Aber die ganze Geschichte fängt also so, dass Israel hat, Josef als Kind hat also einen Traum gehabt. Er sah im Traum, dass dass Sonne und Mond und 11 Sterne sich gegenüber ihm niederwerfen. Niederwerfen vor
Josef. Und er wird, er kommt ja zu seinem Papa und erzählt die Geschichte. Papa sagt also, pass mal auf, erst einmal rede über diesen Traum mit deinem Bruder nicht. Die konnten dir etwas Schlechtes antun. Und der und die Antwort, die Deutung dieses Traums ist, dass Gott dich erheben wird. Dass Gott dich auserwählen wird. Deswegen auserwählen wir, um diese Kenntnisse dir beizubringen, persönlich. Die Namen der Dinge dir belehren. Deswegen wird später auch Josef, also ein Traumdeuter. Ja, derjenige, der die Namen der Dinge, also Bescheid weiß. Ja, oder zumindest also ein Teil davon, auf jeden Fall. Aber das ist dann absolutes Wissen, was ich also unter absolutes Wissen. Und die anderen 10 Brüder, diese elf Sterne sind eigentlich seine 11 Brüder, inklusive Benjamin. Die 2 Sonne und Mond sind seine Vater und Mutter. Vater, Jakob und Mond, die Mutter, ja, die sind jetzt seine Vater und Mutter. Und die haben dann später, die wurden also von Kanaan also zum Ägypten gebracht. Und in Ägypten wurden sie dann sehr hoch angesehen, aufgenommen, die ganze Familie Israel, aus diesem Grunde, weil auch Josef also jetzt also an der Spitze des Staates war und also ein sehr fähigen Vize sozusagen Pharaos war und also ein gerechter Vize, also nicht Vize, okay, Entschuldigung, Vize, Wesir war oder Minister, Statthalter. Mhm. So. Habe ich die Antwort gegeben? Ja. Okay. So, noch einmal die Frage in Bezug auf die Stämme Israels. Diese 11 Sterne, sie wurden erst dann, diese 10 von diesen 11 Sterne wurden erst dann Sterne, weil sie Reue begangen hatten. Nachdem, dass sie also Josef also wieder entdeckt hatten, dass sie also Josef also wiedergesehen hatten, sie haben Reue begangen. Da sie Reue begangen hatten, wurden sie auch zu Sternen und sie haben dann lernen sich auch also tatsächlich also vor Josef auch also sich gebeugt, also niedergeworfen.